Moin Moin! Weiter geht's! Ja, und wir hätten nämlich doch den Weg wieder runter beim Speicherpunkt gehen sollen und dann hier rum, was ich dann also doch hätte richtig gemacht, wollte nachdem ich gerade zurückging. Sagen, also hatte Shin sogar recht. Unterbewusst habe ich es richtig gemacht. Obwohl du den Weg mit Sicherheit nicht mehr gekannt hast. Nö, natürlich nicht. Aber die Treppe finden, da hast du Probleme mit. Ja. Das fängt doch schon wieder toll an, wieder diese dummen Zufallskämpfe. Du hast es schon erwähnt, wir wissen das. Ja. Und ich dachte, ich wiederhole es immer wieder gern. Nein. Stirb! Während wir den Weg gefunden hatten, tauchte auch mal so ein Gremon auf. Das wurde irgendwie, glaube ich, nicht so machbar, Ogamon, das hätte. Nein. Das musst du dann leider wohl übernehmen. Das ist ein bisschen frustrierend. Zum Glück haben wir das ja nicht aufgenommen. Genau. An den Kisten selbst ist so Besonderes, aber auch niedriger. Nein, ist das auch nicht. Also jetzt müssen wir gleich ganz oben sein. Hoffen wir es. Hört sich richtig an. Nur weil ein Motorrad vorbeifährt, heißt das nicht, dass es sich alle hört. So, was wollte ich kurz gucken? Das weiß ich nicht. Heilt? Egal. Vielleicht? Naja, geheilt hatte ich ja schon. Ja gut, also ich hatte zumindest aber recht, dass der Weg doch nicht so weit war. Das Gebiet ist recht klein. Ja. Nettes Gebiet, aber klein. Und wir haben noch nicht mal alles gesehen. Ist egal, wir haben es jetzt trotzdem gleich geschafft. Ich hoffe, wir werden aber mit ein bisschen mehr Text belohnt. Hoffen. Nicht so wie am Anfang da. Da wenigstens noch zwei Ultra. Das könnte sich lohnen. Kann jetzt leider mal eigentlich wieder flüchten? Ja. Gut. Ich meine auch, dass der Typ mit Biomon gleich nochmal auftauchen müsste. Da, das kann doch einiges. Da wir Ultras, glaube ich, eh fetten müssen noch. Bin mir nicht sicher. Leider man hat sowieso kaum welche gefettet. Das Critical hätte sich jetzt aber auch sparen können. Ja, lieber auf Nummer sicher gehen. Ja, dann könnte sie ja das da auch gleich fetten. Ich denke schon, dass Warmon als Ultra zählt, weil sonst wäre hier Mega Cidramon auch nicht. Die können wir ja gleich nochmal nachgucken. Das schafft sie, glaube ich, nicht. Oh. Vielleicht fettet Masaru ihn ja auch. Glaube ich nicht. Dafür hat er noch zu viel, oder? Nein, fettet er nicht. Ich kann auch nichts, wie viel er Schaden gemacht hat. Normal steht das da schon, aber Warmon ist so fett, dass sie das nicht gesehen. Es muss eindeutig das Ultra-Warmon sein. Ich weiß jetzt noch gar nicht, was? Hatten wir das Level-Up schon? Nein, also das Level für Shine Grey hatten wir noch nicht. Das wäre gespannt sein. Aber mein Hass. Ja, ich erinnere mich so an Digimon World 3. Ja. Oh, ich hab das hier sogar gehasst, das war damals so stark. Als Gegner. Das hat er mich geplättet. Wow! Siehst du, ist das hier auch ziemlich stark. Das war Bulbmon, ne? Ja, das war Bulb. Das tauchte das erste Mal damals in World 3 auf und ich denke mir, oh Gott, was ist denn das für ein Viech? Also ich fand das ja nicht sehr schön. Das tauchte ja da so auf, wo man da rüber wollte, mit dieser Bahn gefahren ist und so. Und da musste ich echt für trainieren, weißt du? Das war damals echt schwer. Da war ich natürlich noch jünger. Ne? Das hat echt gut Schaden gemacht. Aber wir behalten es natürlich nicht. Natürlich nicht. Seien wir mal ehrlich. Bulbmon ist aber weder cool noch kreativ, oder? Da Level 30 und dann war alles. Und schön und niedlich ist es ja wohl auch nicht. Und du wolltest, glaube ich, wegen Leilamon eben gucken, wegen Ultralevel. Also, ob das zählt. Dann hat es ja jetzt zwar eher geplättet. Ich weiß gar nicht, ob es für Rosemon plätten musste. Wir sehen's ja. Level 25. Oh! Haben wir auch schon alles, bis auf Level. Was hat es denn sonst noch eigentlich für Mega? Das, ach ja, das war ja die. Ja, das war sowieso noch bei der Fragezeichen steht. Und sonst keine Mega-Level? Doch. Der ist hier. Das ist ein Ultra. NSO und ja, 10 Ultra. Ja, okay, dann war es gut, dass das jetzt schon mal ein paar hatte. Ich hab's ja jetzt nicht mitgezählt, aber zwei oder drei waren. Ja, welches Level ist? Stark. Na, hier kann man es auch sehen. Ein Level noch, ui. Ja, vielleicht jetzt gleich nach dem Kampf. Ja, vielleicht sollten wir uns den Kampf so, also das Level kurz vorher noch machen, weil. Ja, kann dann man das auch hier sehen? Nein. Mach doch einfach. Status. Ich finde übrigens gut, dass hier die Kinder auch wirklich als Tamer bezeichnet werden. Das stand ja denn hier im Kinder, ne? Ne. Das steht dann doch da. Ja. Könnte nach einem Kampf. Ah, okay. Jetzt darf noch ein Kampf kommen. Lalalala.
Jetzt kommt keiner. Hallo! Ich sag doch, immer wenn man trainieren will, dann kommt keiner. Nee, jetzt im Ernst, der reicht wahrscheinlich nicht für das Level. Wieso machst du sie jetzt aber schneller? Damit sie auch angreifen kann, schneller. Aber er hätte das doch auch setzen können. Das ist doch kein Ultra. Das ist ein Armor-Level. Trotzdem. Da, siehst du, es ist tot. Aber der Fisch verzieht keine Miene. Oh, er hat mich gehauen. Oh, komm ruhig, so machst du ja. Ich hau dich K.O. Oh, oder auch nicht. Ja, so guckt er. Guckt ja. Unterbelichtet. Gut, damit haben wir jetzt das Level. Leider hat der Argo nicht gereicht. Ja, das Argo braucht ja auch Level 30. Achso, ich dachte auch noch. Das heißt, wir kriegen jetzt gleich unser erstes Mega. Ich glaube, ich hatte damals auch Rosemont schon. Ich erstaunlicherweise Shiengrey. Dann hast du wahrscheinlich Lalamon mit Falcomon ausgewechselt. Ich glaube. Beschiss. Kannst du es nur wagen. Story! Story. Oh, Leviamon. Oh, Leviamon. Guck, Agumon freut sich, deswegen wird er damit gespannt. Ah, es hat so eine große Schnauze wie ich. Aha, ich wusste gar nicht, dass es da solche Schwimmflossen-Dinger oben hat. Gaumon hat halt nur gesagt, dass es stark, quasi stark genug ist, die digitale Welt mit in einem Bissen zu verschlucken. Ja, so heißt es auch in seinem Profil. Also es heißt, es könnte die ganze Digi-Welt verschlucken. Genau. Glaube ich aber eigentlich nicht, weil so groß ist es jetzt nicht. Ja, es hat, seine Daten an sich sind so groß. Große Datenmengen. Ja, und dass das digitale Bild stinken kann. So halt Gaumon, dass man es gerade auch mal gesagt. Ich finde es gut, dass es hier nicht so fett ist. Es tauchte ja in Korfors einmal kurz als Memory auf und voll. Und er war total fett. Also richtig fett. Mhm. Also nicht groß, sondern der Bauch war fett. Hier ist es aber auch ein bisschen klein. Aber ich finde es eigentlich schon ganz cool. Aber wie gesagt, ich finde diese Schwimmflossen-Dinger da. Die sind mir vorher noch nie aufgefallen. Ja, angefährt macht das Doppeln. Und zugegeben, dieses Rot ist das jetzt nicht, das ist ja pink, oder? Ja. Rosa-Rot? Ich hab gesprochen. Boah, es kann alle angreifen und hat gar nicht mal so wenig abgezogen. Aber jetzt kontern wir. Oh, wir sind fast tot. Ändert sich gleich. Kriegt man dann volle HP? Nein, ich glaube nicht. Zeig uns das sexy Beast. Aber es ist nicht so ein Fanservice wie Rosemon. Das sowieso nicht. Haha, Rosemon! Ey, guck mal, wie die da extra wackelt. Ah, ich fand irgendwie immer komisch, dass die... Oh, doch voll. Ah, okay, doch voll. Dass die eine Dorne, diese Dornenpeitsche, dass die eine so runterhängt und die andere voll spitzt. Oder nicht? Ja. Bevor wir aber gleich angreifen, muss ich kurz... Ich würde Garumon auf jeden Fall heilen. Ja, es kommt gleich. Was machst du denn? So. Angriff verdoppelt und Virus Buster Attribut im Angriff hinzu. Er soll das Mega wieder flatten? Nee, aber er soll gut Schaden machen. Und du machst jetzt einfach mal ein Item, was alle ein bisschen heilt. Das ist eine gute Idee. Weil er würde in der nächsten Runde wahrscheinlich sonst flöten gehen. Heilt das alles? Ja. Ja, aber Rosemon ist ja klar. Jetzt immer draufhauen. Na, viel abziehen tut ja nichts. Haben wir denn da auch verbotene Versuchung dann bei Rosemon? Das sehen wir ja gleich. Ja, erstmal selber. Mach ordentlich Schaden! Joa. Das kann sich sehen lassen. Hoffe ich. Wir wollen Rosemon sehen und nicht dich, Mach Gaugamon, du bist schon wieder alt.
Ich hätte schon erwartet, dass Rosco ein bisschen schneller ist. Ja, so ein bisschen. Thunder Breath. Sagt er das? Ja. Mach Gauga, man kann sich selbst heilen gleich. Oh, Alter! Verdammt, warum ist der so schnell? Aber wenn man nicht gut genug trainiert hätte, dann könnte es schon Schaden machen. Sieht schon viel ab, ne? Und es greift alle an. Es ist es tot. Wahrscheinlich. Es konnten wir überhaupt nicht Rosemond in Action sehen. Ich bin total frustriert. Ja, tot. Also ehrlich, Rosemond, ich bin von dir enttäuscht. Macht der Ogamon eine Schuld. Jetzt bin ich traurig. Naja, kommen wir bestimmt noch zu. Dann haben wir einen Grund, uns wenigstens ein paar Kämpfe noch anzugucken. Joa. Und ich glaube, für Wargrey war es zumindest gut, dass er einen Mega geplättet hat. Es sieht ziemlich tot aus. Vielleicht versucht es ja auch nach Luft zu ringen. Oh ja, unser Herz ist rein. Ich weiß gar nicht, für was er stand. Das weiß ich auch gerade nicht, das sehen wir vielleicht gleich. Leviamon's Sin ist Envy. It's a difficult feeling that doesn't go away easily. Envy, was war das? Weiß ich nicht. Das sehen wir ja gleich bei einem Kind, wie sich benimmt, dann haben wir eine Andeutung. Nice child! Everything's alright now. Don't worry. Why? Why can Kana have one and I can't? Night? Cell phones, comics, CDs. Ja doch, müsste Night sein. Wahrscheinlich, ne? She's so lucky. I want Kana's parents to be my parents also. Envy towards friends. So that's why this child chose to be material. Stupid. There are some people who can't see their parents even though they want to. Da hat Agumon aber recht. Einige können ihre Eltern halt nicht sehen, auch wenn sie es gerne wollen. Don't say you want someone's parents to be yours. That's just sad. Agumon. Ja, das hat er natürlich wegen Masaru gesagt. Wegen seinem Vater. Genau. Achtung, Biomontum. Doch nicht. Aber er. It looks like we've managed to rescue all the missing children. Kagura, it's dangerous. You might be attacked by Digimon. I can't just sit around and do nothing. All right, I'll take the code key of Envy as evidence. Hey, wait a minute. Jetzt kommt vielleicht Biomon. Okay, nur er ist ohne sein Biomon da. Kasaburo. It's a private investigator again. You've got some nerve. Hey now, I'm not here to cause trouble. Ja, er will uns ein paar kleine Probleme bereiten. Ich bin übrigens auch nach dem Bild, dass seine Auge erschielt davor. Oder nicht? Na. Naja, lass ihn spielen. I don't like getting angry, but I have no idea what you're talking about. I don't even know you. Naja, wir wissen doch, dass du ein doppeltes Spiel spielst. Okay, doch, er hat sein Bier. Hat er eigentlich auch ein pinken, also ein pinkes IC? Eigentlich schon, ne? Okay, er hat die immer nicht gerufen. I tracked the data I sent using a tracking program virus. Er hat halt, wenn er die seine beiden Schlüsselkarten verschickt hat, auch ein Virus mit eingeschleust. Und das hat er eben mit seinem IC aktiviert. Ja. Wow. Warum können die anderen das nicht? Er hat halt die beiden Schlüssel. Deswegen, und das spricht er gerade an. Diese falsche Schlange. Will you please empty your pockets, Kagura? Thomas, what are you doing? Nix, er ist so ein bisschen nach vorne gelaufen. Thomas, you don't actually believe what this guy is saying. I don't. However, we need to know what's in Kagura's pockets. Say something, Kagura. Don't just stand there. Na, tut jetzt Dämon.
Also ein einfaches Haha jetzt aufgetan da unten. Ja, es ist ziemlich gestört gerade. It looks like my actions have come back to haunt me. That's... So offensichtlich. Ja, er hat jetzt alle Schlüsselkarten. Ja, also nicht alle. Sechs eigentlich nur, oder? Wenn Dämon noch da ist, den hatten wir doch noch nicht besiegt. Nee, Dämon hatten wir noch nicht besiegt. Ja, dann genau nicht. Alle sieben haben wir. Alle sieben sowieso nicht. Yoshino, du lernst es nie. Wir haben fünf. Da fehlt dir noch Demon und wer dann noch? Ja, Lusmon sowieso. Das war's. Ja. Weil fünf hat er ja, es gibt ja nur sieben Dämonen. Aber er braucht immer sechs, weil Lusmon danach, glaube ich, jetzt auftaucht hat, nachdem er die Karten hat. Ich finde, man hätte hier eigentlich wunderbar auch Lumon einbringen können. Alter, er hat seine eigene Schwester dafür benutzt, um die Dämonen dort zu erschaffen. Naja, gestört. Und das nur für Macht? Ja, doch. Aber wenn er die Dämonen dort erschaffen hat, um an deren Schlüsselkarten zu kommen. Mussten die erst erschaffen werden, damit diese Schlüsselkarten überhaupt erst? Wahrscheinlich, vielleicht. Ja, wir wissen ja, dass es Lusmon ist. Wobei es sinnvoller gewesen wäre, als würde es sich um Welcomon handeln, aber das wäre wahrscheinlich mit der Serie zu sehr... Unwahrscheinlich. Und es geht ja auch mit um Satanmode hinterher noch. Ach, kam der hier auch vor? Der kam auch als Gegner vorher. Ja, Agu. Das sind doch nur die wie Devimon. Nein, der kommt jetzt. Oder? Ein ziemlich windig okay, allein, habe ich gerade festgestellt. Noch ein bisschen. Ja, ich glaube, Sturm es fängt vielleicht an zu regnen. Ja, doch. Ja, dann... Aha, wo kommen die beiden Devimon auf einmal her? Das sollten wir gleich mal alle Sturm sicher machen, oder? Sollten wir nach diesem Part. Vielleicht kommen wir jetzt dazu. Na, endlich! Und? Orbin Temptation! Geht auf alle jetzt! Ja, super! Rosemont, du bist toll! Du bist unsere Heldin! Wie viel ab? Was zum Heiligen? Bäm! Dann werde ich dich noch kurz alleine lassen und schon mal anfangen, ein bisschen Sturmfest. Das kam jetzt aber auch recht plötzlich. Von 0 auf 100 quasi. Dann sehen wir schnell zu, dass wir den Part hier schnell beenden. Oh, du kriegst jetzt auch einen. Oder auch nicht. Ja, kriegst du jetzt noch einen. Barrett Smash. What? Was that it? Alter, ist das draußen wirklich stürmisch? Where's Kagura? He escaped. Natürlich klar, dass er entkommen konnte. What a fraud. Ich denke mal, so viel kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, dass er sich jetzt uns anschließen wird. Und damit haben wir nämlich Biomon auch als Hilfscharakter im Team. Sorry, Yoshino. You didn't have to treat me. Your wounds. Who did this to you? A mom, Digimon. Creepymon. Creepymon? You encountered Creepymon? Let's get back to Dad's. Macht so einfach hier Licht an. Da bin ich. Da bedarf gerettet, was gerettet werden muss. Ja, nun, er hat ihn halt jetzt nur gesagt, dass er von Dämon angegriffen wurde. Wer wie was, wer wurde angegriffen? Ja, er wurde von Dämon angegriffen. Und ich habe halt vorweggenommen, dass er sich uns anschließt und wir Biomon dann im Team haben. Ja, und da kann ich gleich sagen, das fand ich damals irgendwie doof, weil durch Falcomon haben wir ja schon einen Flug-Digimon. Genau. Und Biomon kann jetzt auch, glaube ich, abgesehen von der typischen Reihe mit Birdramon, Garudamon und so, nichts Besonderes werden. Ja, Aquilamon die Reihe auch noch, glaube ich. Ich glaube, das konnte schon Hawkmon, Falcomon. Konnte? Ja, der konnte schon Aquilamon werden. Ach, okay. Deswegen, das ist ja das, was ich ziemlich doof fand.
Klingt so laut. Entschuldigung. Da unten sieht man auch schon Lucemon. Fall down mode. Ja. Das sollte man zumindest sagen, dass das Lucemon Fall down mode ist, weil Lucemon selbst ist ja das Rookie. Ja. Aber wenn ich von den Dämonen Lord sowieso von Lucemon rede, ja, aber manche wissen das ja aber vielleicht nicht. Die Gruppen, die Digimon-Gruppen sind jetzt so für westliche nicht alle ein Begriff, die sich jetzt nicht so sehr dahinter. Und er hat es nur gemacht, um der beste Digimon-Thema aller Zeiten zu werden. Damit bist du der schlechteste Digimon-Thema aller Zeiten. Ja. Und ein Vollidiot obendrein. Übrigens, was mir mal so aufgefallen ist, ich finde, Ikto ist irgendwie in dem Spiel total überflüssig. Der sagt bisschen gar nichts. Ne? Außer mal so ein Hö! Ja, das war jetzt toll. Jetzt steht er da rum und soll cool sein, oder was? Ein Anruf. Ich sage, es ist Azuma. Ha, ich bin gut. Hagora has taken the code keys and disappeared. It looks like he made a digital dive. Because of Kagura, we've got a big problem. What do you mean? Kudamon. Die Kudamon-Evoline kriegt man aber, glaube ich, auch noch irgendwie hier im Spiel. Ich glaube. Ich kann auch schon denken, wie. Ah, das nehme ich jetzt nicht vorweg. Yes. He was using the evil Digimon and kidnapping the children into the digital world. He was using them to resurrect the Mao Digimon resting in the dark area. Ach so, die Dämonenlords mussten wiederbelebt werden. Und dadurch konnte er nur die Karten kriegen. Ach so, oh, er hat das gesagt. Einen halben Satz. Kagura intends to collect all the code keys and break the last seal to resurrect the Cho Mao Digimon frozen in the dark area. That's Kagura's objective. Wieso jetzt Cho Mao Digimon? Ja, das ist Super. Super Magier. Halt los im Mund. Muss ja nur Dämon sein. Irgendwas musst du gleich labern, sonst hätte er dich jetzt nicht so hingestellt. Denke ich. Oder auch nicht. Junge, was hast du denn für Probleme, dass du dich immer so hinstellst? Na, wir müssen jetzt natürlich Dämon hinterher. Ja gut, aber zumindest hat sich das in dem Gebiet ja jetzt noch gelohnt, weil wir jetzt wenigstens so ein bisschen mehr Story hatten, ein bisschen mehr Text noch, ne? Und zumindest eine Frage beantwortet wurde, dass man sie wieder erwecken musste für die Farben. Genau. Entschuldigung, ja. Aber wenn so eine Pulle fast leer ist, dann... Na. Und wow, der Wald ist total ist ja die Daten kaputt, da sieht man schon. Ah wow, er hat mal wieder was gesagt. The digital world is starting to fall apart. The activity in the dark area, that earthquake, this is all Kagura's doing. Eigentlich wäre es doch mal interessant gewesen, wenn sie mal in irgendeiner Staffel auch wirklich mal in die Dark Area gekommen wären, oder? Das wäre schon interessant gewesen. Deswegen, ich finde so die Dämonenlords als Gegner und vielleicht irgendwie so, nicht gezielt als Gegner, aber die Olympia-Trails, da hat man noch ein bisschen mehr Potenzial als immer nur die königlichen Ritter zum x-ten Mal mit Yggdrasil. Und ja, er ist jetzt wie gesagt dabei. Das Einzige, was ich nett finde, ist, dass der ja auch schon älter ist. Ich tippe den ja bestimmt so auch auf 25, oder? Aber man kann sich auch schon denken, was das letzte Digimon ist. Ja, aber sag trotzdem noch. Ich sag nur, man kann es sich schon denken, was sich noch anschließen wird. Spätestens jetzt sollte es eigentlich klar sein, ne? Vorher vielleicht nicht unbedingt. Nachdem ihr uns mehrmals angegriffen habt, ja. Ja gut, aber die haben uns das Ding ja nur geklaut, die haben uns ja sonst nichts groß getan. Now, what are your orders? Fine, I'll use you like a grunt then. Oh boy. Wieso sagt er, oh boy, zu Yoshino? Weil Yoshino quasi gesagt hat, dass sie ihn wie ein, ich nenn's mal recht freundlichen Dienstmädchen behandelt. Wie ein Laufbursche halt. We can't let Kagura have the last code key. Deswegen sagt er doch, oh, also quasi, oh Mann, muss das sein. Ja, es ist aber ziemlich dumm ins Englisch in dem Punkt, oh boy. Aber mal gucken, kann ich nochmal... Stopp! Ja, du könntest zurück. Lass dich nämlich kurz gucken, ob das geht. Wie, ob du wieder in dieses Gebiet kannst? Nein, nein, ich bin nur gucken, wenn ich jetzt zurück ins Start kann, einkaufen, speichern, ein paar Bänden. Ah, okay. Nur ich dachte halt nur wegen Biomon, dass man das dann vielleicht... Ah, er hat auch seine Schwester. Genau, deswegen fragt gerade, ob das Biomon mit dem Biomon von seiner Schwester zu tun hat. Oh nein, kennt seine Schwester nicht. Es gibt ja auch schließlich mehr als nur einen Biomon.
Ah. Also kann man sagen, ja, es ist komisch. Also es ist ja eine alternative Welt quasi da. Aber es wäre jetzt so, dass Biomon da draufgegangen ist und noch nicht wiederbelebt wurde. Genau. Also kann man sich jetzt ausrechnen, in welchem Zeitraum das Spiel spielt? Nein, nicht ganz, weil es ja trotzdem die Mega gibt. Es ist eine alternative Welt. Ja, aber man kann sich denken, in welchem Zeitraum es quasi hier rein. Dann wäre es ja nur Folge 26. Ja. Nur nicht mal, 20 nur, so. Also sprich gerade mal, wo sie nur die Ultra-Level bekommen. So um die 13, so war das. Nee, also. Da merkt man halt schon, gerade daran merkt man halt, dass der Anime noch nicht so weit war und beziehungsweise es ging, weil das Spiel kam ja Ende des Jahres dann raus, also so gut so 8 Monate nachdem der Anime gestartet ist. Da merkt man halt einfach, dass es wirklich alternative Timeline ist. Und da hier können wir auch kaufen. Ja. Scheiß auf das Geld. Braucht's. Hast du gehört? Ja. Alternativ, ne? Mhm. Was war das jetzt eben, was du da gekauft hast? Wofür? Einmal um uns zum Dark Center zurück zu teleportieren. Ah, das ist gut. Und dass weniger Gegner auftauchen. Achso, was gibt's in dem Spiel? Ja, dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier und in den nächsten gehen wir halt in den Digi-Welt rein. Ja, so in etwa. Ach, einkaufen tue ich dann auch noch später, nachdem wir dann offscreen halt ein bisschen noch. Du warst doch eben. Aber wir können noch mal ganz kurz zumindest gucken, was Biomon so werden könnte. Ich hab's echt nicht mal da wollte ich nämlich hin. Und ich meine einfach, mal. Es war nichts Besonderes. Du bist du, ja, bist doch das Ich richtig. Bin richtig, ja. Als Biomon. Ja, das ist ja klar. Das kann sogar schon zu Börder. Ja, immerhin etwa. Machen wir auch direkt rein. Das ist ja klar, Garudamon. Ja, dauert natürlich noch, bis wir das kriegen könnten. Was ist das? Das kann ich nicht sehen, das ist irgendein Vogel. Aquilamon. Okay. Und kann nicht weiter digitieren. Nö. Ja, hier ist dann Phönixmon. Sehr wahrscheinlich. Hat man schon gesehen. Ja, das ist Impi. Das ist doch stimmt. Ja. Dauert ein bisschen. Ah, kann der auch zu Dings? Ja, ne? Ja. Pilzemon. Ja, aber das dauert noch länger. Das dauert sehr lange. Das werden wir auch nicht unbedingt im Let's Play hinkriegen. Ja, Numemon ist nichts Besonderes. Ja, du musst ja jetzt nicht auf alle gehen. Ich wollte ja nur so ein bisschen wissen. Ah, ne, nicht Gere, sondern ein Gold-Numemon. Aber das hier, das ist. Ach so, Desmon. Oder Gulmon. Nein, zeig mal. Auch. Ja, oder Gul, ja, ich wollte schon sagen. Desmon ist Gulmon. Echt? Ja. Ach ja, das hat ja einen anderen Namen gekriegt, weil Desmon so böse ist. Genau. Ah, es gab trotzdem 2 Versionen. Es gab eins in weiß und eins in schwarz. Das sieht aus wie. Das ist Black Garbo. Achso, stimmt. Ich würde sagen, dass wir den Part. Du kannst höchstens noch mal ganz kurz hier auch auf die Dings gehen. Oh. Den Guide-Ding da, den Deck da, okay. Weil Rosemont. Ah, okay. Und dann würde ich sagen, wir beenden den Part. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es gleich in den Winter losgeht. Dann ist es besser, wenn wir dann mal. Ja. Rosemon. Ja, extra Handzoom kommen, das gehört dazu. Man kann den Arsch aber leider nicht sehen. Das ist auch gut so. Ah, guck, wie die extra damit herumfuchtet. Komm her, hier. Queen of Flowers. Beauty Shark. Ja, die kann Fahrattacken. Gefährliche Dorn. Ich würde sagen, jede Dorn ist gefährlich. Aber leider hat sie nichts, womit sie alle zusammenhalten kann, sondern nur allgemein. Ja, aber dafür kann sie alle angreifen, also ist es egal. Ja. Na ja, gut, dann gespeichert hatte ich jetzt noch nicht, ne? Ja, mach lieber nochmal. Okay. Da wollen wir mal sehen, was wir im nächsten Part so erwarten. Aber vielleicht gibt es auch wieder ein paar Digitationen durch Biomon dann dazu. Oh nein, ich hatte nicht gespeichert. Deswegen habe ich ja gesagt, mach's nochmal. Ja. Ich weiß nicht, soll ich offscreen da nochmal vorher ein bisschen trainieren oder. Ihr werdet es ja sehen. Müssen wir jetzt nicht groß diskutieren. Du musst nicht, aber ich würde es wahrscheinlich sagen, ja. Ja, wir sehen es ja dann einfach. Also dann, bye bye!